So, da wären wir auch schon wieder. Unsere Helden konnten sich einigermaßen ausruhen und wir wollten jetzt im westlichen Teil des Sumpfes und weiter umgucken. Denn hier bei dem Haus war ja nicht wirklich viel zu finden, außer irgendwelchen Zombies, die hoffentlich nicht der von uns Gesuchte waren. Oh, Mürbe von einer Schlange gebissen. Ihr könnt nur noch das Ende des Tieres im brackigen Wasser verschwinden sehen, ohne genaueres zu erkennen. Das ist nicht gut. Bist du vergiftet? Kein Ausrufezeichen. Ihr Gesicht ist auch nicht schmerzverzerrt. Wasserschlangen können schon ganz schön garstig sein. Wir sollten sie auf jeden Fall mal im Auge behalten. So, da geht's ins brackige Wasser. Wollen wir auch nicht rein? Vor euch im Wasser schlängelt sich eine Quillotter. Mhm. Das war wohl der Kumpel von der Ahnenschlange gerade. Oder dieselbe, die Blut gerochen hat. Da geht's raus. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier ist ein Bereich, wo wir schon waren. Aber das sagt ja nicht sehr viel aus. Hier gehen wir einfach nochmal durch, in Hoffnung, dass wir irgendwas übersehen haben. Oder diese Einsiedlerin jetzt erst hier aufgetaucht ist. Aber es schaut nicht so aus. Der Echsenmann hat ja gesagt, dass sie sich gut versteckt hat. Oder irgendwas in der Richtung. Hier ist der eine Karren. Wir brauchen keine Wasserschläuche. Nee. Hier scheint die Hexe auch nicht zu sein. Dann wieder zurück zu diesen wackeligen Stegen. Das heißt, der einzige Platz, der jetzt noch übrig ist, ist genau südlich von den Echsenmenschen. Was ja auch recht viel Sinn macht. Also gucken wir hier rum. Und hoffen, dass sie gleich irgendwo langt kommt. Und schon wieder eine Otter. Und irgendwas anderes außer einer Otter. Zombies. Aber nur drei Stück, das passt schon. So, du läufst einfach weg, weil die sind irre langsam. Und dann musst du auch keine Pfeile verschwenden, das passt schon. Ja, der eine ist schon tot. Du läufst mal dahin. Sichern und Tirik schnappt sich den hier vorne. Warum liegt es echt im Blut, jetzt eigentlich schon loszuschießen? Aber ich kann sie gerade noch zurückhalten. Aber es wäre echt Verschwendung. Und jetzt nochmal zurück zur Stadt zu laufen, nur um Pfeile zu holen, wäre nicht so toll. Also ja, hier ist auf jeden Fall schon mal Land. Gucken wir mal, ob hier irgendwo eine Hütte oder dergleichen ist. Nö, da geht's raus. Ist da was hinter dem Baum? Sieht ein bisschen so aus. Ja. Ihr entdeckt einen fantastisch gepflegten Kräutergarten. Seht euch das an, meint Mürlben und inspiziert die Fülle der Gewächse. Ihr findet Yoga-Würzel, Kairanhalm, Alraune-Wirselkraut. Oh, das ist doch mal schön. Aber ich denke mal, wenn wir da jetzt alles mitnehmen, ist die Hexe ein wenig böse. Deswegen nehmen wir einfach nochmal ein Belmatblatt mit. Das brauchen wir, um Schnupfen zu heilen. Ein Wirselkraut als Heilkraut und ein Gulmondblatt, um unsere Krieger ein wenig aufzupäppeln. So, den Rest lassen wir da. Aber ich hätte eigentlich schwören können, dass da ein Haus hinter ist. Na gut. Aber es ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Hier wird irgendwo jetzt die Hexe... Ah, da ist auch ein Haus hinter. Eine Hexe sein. Wer soll jetzt das Reden übernehmen? Mürm glaube ich eher nicht. Talentwerte, Bekehren, Betören, Falschen, die drei könnten wichtig sein. Talana wäre da ein bisschen besser, so im Schnitt. Gerugon nicht wirklich und Tirik noch weniger. Ja, wir haben die undiplomatischen vier aus der Gruppe genommen. Wie schaut's mit Charisma aus? Charisma 10, 12, 8 und 10. Talana. Und sie ist auch relativ intelligent und intuitiv. Also ja, wir sollten Talana vorschicken. Außerdem, wenn es wirklich eine Hexe ist, versteht sie sich vielleicht gut mit anderen Magiebegabten?
Aber nicht gerade mit ausgebildeten Magiern. Ja, das ist echt nicht gut. Aber müssen wir gucken, wie es funktioniert. Eine alte Frau. Aus dem Gebäude kommt eine alte Frau, die euch erstaunt mustert. Wie habt ihr mich gefunden und was wollt ihr hier? Es heißt, ihr würdet euch hier auskennen. Was wollt ihr denn wissen? Wir könnten fragen, ob man sich hier heilen lassen kann. Das wäre ja schon mal praktisch, wenn irgendjemand krank wird und wir keine Kräuter haben. Aber wir fragen erstmal nach dem vermissten Mann aus Lowang. Leise lacht die Alte in sich hinein. Ich kann euch helfen, keine Frage. Aber nicht umsonst. Das war so klar. Wie heißt es bei euch doch so schön, eine Hand wäscht die andere. Also hört mir zu. Nordöstlich von hier wohnt auf einer Insel mitten in einem See ein Zauberer. Warum alles so ist, wie es ist, geht euch nichts an. Aber wir sind uns Spinnefeind. Er tut meinen Tieren ständig etwas an, macht Experimente mit ihnen und ist überhaupt ein ungenießbarer Zeitgenosse. In seinem Besitz befindet sich eine Kristallkugel. Wenn ich diese Kugel hätte, wäre ich in der Lage, all das Unheil wieder gut zu machen, was er den Kreaturen im Sumpf angetan hat. Das ist nur ihre Meinung, aber es hört sich echt so an, als wenn das eine Art Nekromant wäre. Oder allgemein jemand, der es mit der Ethik nicht so genau nimmt, wenn er mit Tieren rumexperimentiert. Also sind wir nicht gerade abgeneigt, das zu machen. Bringt mir diese Kugel und ich helfe euch, soweit ich kann. Die Eingangstür des Turmes sollte nun für euch offen sein. Mit einer kleinen Geste und diesen Worten verschwindet die Frau wieder in ihrer Hütte und schließt die Türe hinter sich. Ja, das klingt doch gut. Also wahrscheinlich machen wir gerade wieder irgendeinen Auftrag für einen Erzdämon, der sich als alte Frau getarnt hat. Aber der Magier hört sich echt schlimm an. Das heißt, wir gucken mal, wie wir da jetzt vorankommen. Und mit etwas Glück haben wir gleich einen richtig neuen Dungeon zu erforschen. So ein Magierturm ist bestimmt eine interessante Sache. Der Turm war aber weiter östlich. Also hier zickzack laufen, am Haus vorbei und dann müssten wir von da aus das eigentlich schon sehen können. Schon wieder eine Otter. So hier um den Dreh langsam. Oh, Sackgasse. Ich glaube, wir sind gleich wieder bei der Stelle, wo der Dino war. Also der Schlinger. Der ja eigentlich ziemlich wie ein T-Rex aussieht. Aber... nee. Talana wird gebissen. Stimmt, wir sollten Mürren wieder vorschicken. Noch eine Sackgasse. Ja, ich sollte eigentlich auf Tyrix' Karte gucken. So, da ist das Haus. Nordöstlich davon. Nördlich davon. Also hier ist der Dino. Und da ist eine Insel. Das könnte... und da hinten auch. Da können wir aber nicht einfach raufspringen. Okay, machen wir einen Bogen. So, das ist, glaube ich, die Insel. Ja, da ist der Turm drauf. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da auch hinkommen. Also so oder so werden wir... oh. Wir schwimmen einfach. Autsch. Autsch, 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 autsch. Das war nicht gut. Ganz schnell mal Talana heilen. Wunden heilen, Talana. 7 Lebenspunkte. Sehr gut. Ist zwar immer noch angeschlagen, aber das kriegen wir schon hin. Wirselkraut. Ja, das kann sie mal essen. Nur für den Fall, dass der Magier gleich einen Fulminictus auf sich schmeißt. Das wäre nicht so gut. So. Schicken wir mal wieder Talana vor. Nur für den Fall, dass wir die Chance haben, vorher zu reden. Dann können wir vielleicht aufklären, ob er wirklich ein böser Magier ist oder ob uns die alte Frau da veräppelt hat. Also gehen wir mal rein. Und... ihr wagt es, in meinen Turm einzudringen? Oh oh. Sicher schickt euch Sabrina. Immer schon war sie erpicht auf meine Kristallkugel.
Aber wenn sie denkt, in euch hätte sie jemanden gefunden, der meiner Macht trotzen kann, hat sie sich getäuscht. Ich werde einen Helfer beschwören, der euch das Fürchten lehrt. Mir wagt es, mich aus einer Dimension zu zerren und mein Tun für Gesinde zu unterbrechen? Ich sehe hier keinen, der dessen würdig genug wäre. Er entzieht sich meiner Kontrolle! Praios, steh mir bei! So äußert euer Flehen mit Demut, denn einer wird meinen tödlichen Zorn zu spüren bekommen. Vernichtung den Eindringlingen! Okay, also erstmal war die Stimme von dem Feuerdämon echt unpassend. Der vom Magier war, naja, geht so. Aber allgemein recht cool. Die ganze Aufmachung hier mit dem Thron und dem Schatten, den er wirft und auch die Handbewegung, die man hier im Schatten gesehen hat, sehr cool gemacht, die Szene. Aber jetzt das Feuerelementar will von uns wissen, was wir wollen. Der Magier hat um Vernichtung der Feinde gebeten. Wir wollen eintönige Kristallkugel. Davon wird er aber nichts unbedingt wissen. Wir können sagen, wir wollen Frieden. Einer schlimmer als der andere. Tod den Feinden der Hesinde. Du bist ihr Bote und mein Diener. Eure zweite Chance. Okay. Also er will nicht töten, er will keinen Frieden. Dienen? Wir wollen nicht unbedingt zum komischen Feuerdämon mit einer piepsigen Stimme dienen. Wir wollen Flucht? Es scheint, der alte Mann spricht überlegter als ihr. Vernichte die Brut doch endlich! Okay, er will nicht Frieden, er will nicht töten. Wir geben aber mal Kristallkugel ein. Kristallkugel. Dieses Mal erfülle ich dein Trachten, doch wage es nicht, mich noch einmal zu rufen! Sowas mag ich absolut nicht. Power-Emotes und so. Aber gut, wir sind gestorben. Wir machen das Ganze jetzt nochmal und werden diesmal genauer darauf achten, was die Leute einzeln sagen. So. Wir laden den Speicherstand. Da hatten wir uns gerade erst ausgeruht. Sind also noch hier unten und laufen jetzt direkt zu der Hexe. Also so direkt, wie wir halt eben laufen können. Ich glaube, da benutze ich einfach mal ein Sub. Talana, Bewegung, Transversalis. Teleport. Misslungen. Na, nochmal. Ups, das war der falsche. Talana, Bewegung, Transversalis. Also, die Hexe war nicht hier unten, sondern von den Echsen weiter westlich. Transversalis Teleport. Piu, piu, genau. Dann kommen gleich nochmal die Zombies. Dann sind wir schon wieder bei der Hexe und teleportieren uns von der Hexe aus dann zurück zum Turm. Und oh, ach du gute Güte. Das sind wesentlich mehr als vorher. Du läufst mal weg. Du kümmerst dich um den hier vorne und Talana läuft gleich mit zu Mürren, damit Gerugon und Tirik sich dann der Flut entgegenstellen können. So. Na, ruhig noch weiter weg.
sichern. Du läufst mal bitte hier hin. Und Mürrim verpasst dann mindestens einen von den beiden Naxxelratus. Einmal zu Tirik. Ein Punkt fehlt. Oh, gleich wieder dran. Sehr schön. Bewegung. Axelratus auf Tirik. So. Du gehst mal dahin. Und wir können die anscheinend schnell genug töten. Das heißt, wir müssen gar nicht so eine richtige Mauer bilden. Sondern es werden sich jetzt drei um Tirik rumwuseln und drei um Geruban. Da brauchen wir auch keinen zweiten Axelratus. Nach ein, zwei Schlägen kippen die schon wieder um. Sehr gut. Also auf den ersten Blick war es doch recht beeindruckend, dass da plötzlich fast ein Dutzend Zombies stehen. Aber so sind es einfach nur ein paar extra Erfahrungspunkte. Na. Alte Option geht nicht mehr. Hau mal auf den da. Zack. Nächster. Zack, nächster. Ah, das ist wie Bäume fällen, Tirik. So. Du ran da. Und rauf da. Sauber. Also, weiter nach Westen. Dann war hier Land. Hier war vorne irgendwo der Garten. Da klauen wir uns wieder ein Wirselkraut, ein Gulmondblatt, ein Belmardblatt und das war's. Talana darf wieder nach vorne. Das heißt, sie können sich hier auskennen. Wir suchen einen vermissten Mann. Und sie hat uns losgeschickt, den Magier zu töten. Sehr gut. Du teleportieren, bitte. Bewegung. Transversalis. Also wir können uns direkt zum Turm teleportieren oder erstmal auf irgendeine grüne Stelle, um uns da ein wenig auszuruhen. Der Turm ist hier irgendwo. Na gut, teleportieren wir uns hier in die Ecke. Transversalis Teleport. So. Hier nächtigen wir jetzt erstmal für ein, zwei Tage. Um Astralenergie zu bekommen. Auch wenn es, glaube ich, gar nicht wirklich zu einem Kampf kommt. Sondern wir müssen einfach nur die richtigen Worte finden. Und dann wird der Magier vernichtet. Eine richtige Chance, gegen das Feuerelementar zu kämpfen, haben wir anscheinend gar nicht, weil es wohl ein übermächtiges Wesen sein soll. Ist ja nicht so, dass wir schon gegen Dämonen, Drachen und sonst was gekämpft haben. Aber na gut. Schlafen. Jo. So, Mürrim ist schon fast voll mit der Astralenergie, aber Talana sieht echt nicht gut aus. Ich glaube, ich habe was gehört. Was haben wir denn jetzt? Oh, was seid ihr denn? Ein Ghoul. Keine Zombies. Okay. Gucken wir mal, ob die mehr oder weniger aushalten. Da benutzen wir auch ruhig mal Pfeile. Du machst erstmal nichts. Du schießt wieder auf den. Sinnvoll ein kleines bisschen stärker als ein Zombie. Nicht wirklich viel. Eventuell übertragen sie dafür Krankheiten. Das müssen wir gleich mal im Auge behalten. Und so oder so ist es gute Erfahrung, weil wir gegen den Monstertyp halt noch nicht gekämpft haben. Zack. Oh, der ist doch um einiges zäher. Oder wir haben mit Tirik eben gerade bei dem anderen nur sehr gute Treffer gelandet. So, der ist auch kaputt. So, wir wollten schlafen. Geruban sieht nicht gut aus. Jo, Krankheit. Neben Fieber kann man bei Geruban gelblich verfärbte Lippen feststellen. Okay, Talent anwenden, Krankheiten heilen, Geruban.
Schlachtenfieber. Murrum hat nicht die zur Behandlung nötigen Kräuter. Das ist nicht gut. So viel dazu, dass wir jetzt ganz schnell wieder zurück zum Maria können. Reicht das vielleicht? Krankheit? Gerugon? Nee. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Diesmal teleportiere ich mich nicht. Dunkel würde ich es nicht gerne machen. Warum haben wir überhaupt kein Licht? Mürren? Veränderung? Flimflam. Splendite! Wirklich viel mehr Licht bringt das auch nicht. Also müssen wir uns jetzt halbwegs hier durchtasten, denn schlafen will ich nicht unbedingt. Das könnte Georgons Krankheit doch um einiges verschlimmern. Aber jetzt im Dunkeln durch den Sumpf laufen, nee, das bringt nichts. Schnell zurück an Land und einfach ein paar Stunden da abwarten. So, schon besser. Also schlafen, Wache halten, Tirik, Mürren, Tirik, damit Georgon sich ein wenig ausruhen kann. Und in der letzten Stunde werden wir nochmal angegriffen. Von Zombies. Und krank wie er ist, darf er jetzt einen Zweihänder schwingen. Autsch. Und kriegt gleich richtig einen verpasst. Gar nicht gut. Hilf mal Gerulon ein wenig. Du hau den Zyklump. Du hältst dich zurück. Du kannst mal zu Gerulon laufen und ihm gleich einen Axelratus geben. Sonst wird er dazu schnell überrannt. Der kriegt doch ziemlich viel Schaden gerade. Ja, du bist kaputt. Du solltest da mal weg. Sichern. Und die sind jetzt alle zu stark verletzt. Zaubern. Heilung lieber. Auf Gerugon. Für, sagen wir mal, 15. Balsamum. Gerugon wird geheilt. Also ja, wir kommen ziemlich zäh voran hier im Sumpf. Andauernd neue Überfälle. Das Essen dürfte auch bald knapp werden. Von ordentlichem Trinkwasser ganz zu schweigen. Astralenergie ist immer Mangelware. Balsam. Aber hoffentlich finden wir bald den Jungen. Also, du schieß. Du machst nix. Du haust den da. Tirik hat jetzt auch ganz schön was abbekommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Oh, Tirik ist auch gleich kaputt. Noch einen Schritt und schieß mal da drauf. Sichern und Gerugon läuft schnell dahin und verpasst ihm auch noch eine. Also, und Mann, sehen die jetzt zerdeppert aus. Talent an... Nein. Talent anwenden. Wunden heilen. Tirik. Misslingt. Ich will jetzt keine Wunden heilen auf Gerugon machen, weil eventuell können wir ihn dann nicht mehr Krankheiten heilen. Und Tirik... Was haben wir mit Tirik? Ich würde ungern das Wirselkraut benutzen, das brauchen wir vielleicht auch, um Gerugon zu heilen. Also müssen jetzt Mürrem und Talana beide jeweils Astralenergie opfern zum Heilen. Balsam. So, ihre Astralenergie ist alle. Talana, Heilung, Balsam, Tirik, 10. Balsam. Ja, sie hat noch ein bisschen was, aber das behalten wir mal auf Vorrat. Also, tagsüber können wir jetzt hier durchgehen. Ne, da ist Sackgasse. Also wir müssen auf die Stege zurück. Dann zur Hexe. Hoffentlich uns da heilen lassen können. Hatte sie ja unten im Text auch angeboten. Oder wir hatten die Option danach zu fragen. Und wenn sie das nicht kann, will oder was auch immer, dann klauen wir halt noch mehr Kräuter aus ihrem Kräutergarten. Und versuchen dann selber das zu heilen. Wenn das nichts wird, werden wir wahrscheinlich ganz schnell zurück in die Stadt laufen müssen.
was wahrscheinlich zu lange dauert und unterwegs sterben wird. Aber hilft nichts. Da sind die Echsenmenschen, die könnten uns vielleicht auch helfen. Aber das wage ich irgendwie zu bezweifeln. So, da ist das Grün. Hier ist die Hexe. Aus der Hütte erfolgt keine Reaktion. Ja, die wird sich erst wieder melden, wenn wir den Magier ausgeschaltet haben. Wir nehmen jetzt alles mit. So. Das kommt dafür, dass du die Tür nicht aufmachst, alte Frau. Und da ist jetzt hoffentlich alles bei, was wir brauchen. Okay, den Speer nicht unbedingt. Das Hemd kannst du haben. Und den zweiten Bogen. So, probieren wir es erstmal so. Erstmal sollte sie wieder nach vorne. Und jetzt Talent anwenden, Krankheit heilen, Gerugon. Hat nicht die benötigten Kräuter. Okay, Yoruga-Wurzel statt Ration und den da statt Flöte kurzzeitig. Jetzt aber hoffentlich bitte. Ja, Zar sei Dank, Mürrim kann Gerugons Krankheit stoppen. Und es war die Yoruga-Wurzel und irgendwas, was hier war. Okay, schnell die Flöte zurück. Das hätten wir also geschafft. Menno. So. Jetzt laufen wir wieder zurück. Zum Magier diesmal. Können wir da hier oben irgendwie abkürzen? Bei den Echsen rum vielleicht. Ja. Das müsste schneller sein. Uff, uff, uff. Und hoffen, dass jetzt nicht wieder irgendjemand krank wird. Kurz ins Wasser springen, was nicht so eine tolle Idee ist, um Krankheiten zu vermeiden. Aber unsere Helden können ja alle einigermaßen schwimmen. Und ich denke mal, die werden nur krank, wenn sie die Schwimmproben verpatzen. Warum auch immer. Ist das die Insel da drüben? Ne, das ist die Insel. Okay, dann speichere ich hier mal ab. Neu. Wirklich sichern? Ja. Und es ist LP049, weil es eben gerade eine Doppelfolge war zum 2000er Abo-Special. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, die richtigen Worte zu finden. Also bis gleich.